Jedes Jahr dasselbe. Ich verstehe gar nicht, warum alle so wild darauf sind. Der Irgendstag wurde doch nur erfunden, um kitschige Dekorationen zu verkaufen. Ach, du bist doch nur sauer, weil nicht du, sondern Fritzi den Eierlauf im letzten Jahr gewonnen hat. Ich hätte gewonnen, wenn sie das Ei nicht am Löffel festgeklebt hätte. Hier ist Rosalind Kreisch mit einer wichtigen Sondermeldung. Der Irgendstag steht vor der Tür und deshalb veranstalten wir wieder einen Wettbewerb. Das Haus, welches in Irgends am schönsten geschmückt ist, wird in meiner nächsten Rosalind Kreisch Show vorgestellt. Wirklich? Auch du bist aufgefordert mitzumachen. Aber diese Woche wenden wir uns einer anderen Art Dekoration zu, das Verzieren von Torten. Oh, in der Rosalind Kreisch Show. Im Dekorieren war ich schon immer sehr gut. Wir haben Reste für Feste in jedweder Menge. Nippes, Krimskrams und Schnickschnack in jeglicher Länge. Ja, und hast an Bänder, Girlanden und Lichter gedacht, dann leuchtet ganz irgends die ganze Nacht. Eigentlich wollte ich mich nur mal unverbindlich umsehen. Ist das alles, was Sie zu bieten haben? Definitiv tiefstes Niveau. Hey! Du meine Güte, der Ramsch kann sprechen. Sprechende Dekorationen ist ja hochinteressant. Das gehört schon uns. Wir waren zuerst da. Ich widerspreche nur ungern. Ich war vor euch allen hier. Ach du könntest nie irgendwas verzieren. Ihr zwei könnt nicht mal einen Napfkuchen verzieren, geschweige denn ein ganzes Haus. Nicht mal einen Napfkuchen, hä? Na, das werden wir ja sehen. Klasse Dekorationen. Sieht aus, als wärst du jetzt auch ganz wild auf den Irgendstag. Hab schon alles ausgetüftelt. Wenn wir nach diesen Plänen vorgehen, haben wir das bestdekorierte Haus von Irgends. Ja! Sehen, was die Konkurrenz so treibt. Ha! Keine Konkurrenz. Wer soll das sehen, wenn ihr alles so weit raufhängt? Tja, wie einfallslos. Die Hasenfamilie hat ihr Haus wieder genau wie im letzten Jahr geschmückt. Ah! Die Störche wollen sich noch mehr Hausschmuck besorgen. Anders? Was, wenn sie was Besseres bekommen? Was Besseres als wir? Du musst das sofort rauskriegen. Du musst da runter. Aber sie dürfen dir nichts anmerken, klar? Klar. Heimlich, still und leise. Harry Haarig an Pelle Pelzig. Kannst du mich hören? Hier, Pelle Pelzig, klar und deutlich. Wie sieht's aus? Klarer Fall. Die Störche decken sich noch mehr ein. Ich gehe noch ein bisschen näher ran. Bist du sicher, dass uns keiner hören kann? Klar bin ich sicher. Wer sollte uns schon hören? Ich wusste es. Irgendwie und anders spionieren die Störche aus. Willst du damit sagen, die machen das Gleiche wie wir? So eine Frechheit. Wir müssen etwas unternehmen. Zum Laden. Harry Haarig an Pelle Pelzig, was haben Sie gekauft? Mal sehen. Bananen, Öl, Sardinen, Lakritze, Zahnpasta. Hoppla. Könnt ihr mir verraten, was das soll? Wir versuchen herauszufinden, was für Dekorationen ihr kauft.
Und dürfte ich fragen, was euch das eigentlich angeht, was wir hier einkaufen? Ihr seid nicht die einzigen schrägen Vögel, die an diesem Wettbewerb teilnehmen. Harry, Harich an Pelle Pelzig, Harry, Harich an Pelle Pelzig, schnell! Kauf alles an Deko auf, was noch übrig ist! Roger, Harry, Harich! Bleibt zurück, und zwar alle. Und hast du noch was Hübsches ergattern können? Machst du Witze? Ich bin froh, dass ich meinen Pilz retten konnte. Dann wird es Zeit für Plan B. Ich musste das alles durchmachen und du hast einen Plan B? Warum haben wir nicht mit Plan B angefangen? Weil es dann nicht Plan B, sondern Plan A gewesen wäre. Behördliche Dekobauinspektion. Behördliche Dekobauinspektion? Noch nie davon gehört. Naja, weil solche Inspektionen immer streng geheim durchgeführt werden. Das erklärt, warum Sie noch nichts von uns gehört haben. Die Inspektion wird nicht lange dauern. Ende der Woche habt ihr alles wieder zurück. Wir haben einen kostenlosen Hausratstest gewonnen? Seltsam. Ich erinnere mich gar nicht, dass wir an solch einem Wettbewerb teilgenommen haben. Hallo Leute, draußen gibt's für alle Eis umsonst. Irgendwie, ich glaube nicht, dass das richtig ist. Du meinst, falls die Hasen Deko nachbestellt haben? Keine Angst, ich habe an alles gedacht. Hallo, willkommen im Alles-was-man-braucht-Lade. Ich bin da achtsam. Also, wo sind die viele Deko-Artikel, auf die wir schon so lange wartet? Irgendwie bin ich ein Genie. Irgendwie? Du hast recht. Ab nach Hause, wir haben so gut wie gewonnen. Ich wollte aber was ganz anderes sagen. Anders, ist das nicht wunderschön? Aber irgendwie brauchen wir noch mehr. Viel mehr. Hör auf! Jetzt reicht es! Ich war einverstanden, unsere eigene Dekoration aufzuhängen. Aber die Sachen von unseren Freunden zu klauen. Ach, sie kriegen sie ja wieder. Wann? Nach dem Wettbewerb. Na schön, wir bringen die Sachen zurück. Kommt sie. Alles klar für Plan C? Wie Plan C? Hey, meine gute alte Disco-Kugel. Die sieht man meilenweit. Wir können gar nicht verlieren. Irgendwie? Meinst du nicht, du übertreibst ein bisschen? Jetzt hast du ganz irgends lahmgelegt. Warte mal. Ein kleines Licht kann ich noch sehen. Ein winziges Lichtlein, ganz da drüben. Das ist das Haus von Nix. Hier ist Rosalind Kreisch vor dem bestdekorierten Haus der ganzen Stadt. Genau genommen vor dem einzigen dekorierten Haus der Stadt. Lieber Nix, wie sind Sie nur auf diese einfache, aber auch glänzende Idee mit der Kerze gekommen? Also, nachdem ich keine Zeit... Ja, brennend interessant. Wie brillant, sich über das übliche Lichterbrimborium und die üblichen Blinkerkinkerlitzchen hinwegzusetzen. Naja, ich hab doch nur... Es ist wahrlich eine bildschöne Kreation. Ich muss Ihnen wirklich sehr danken.
Tja, eigentlich hätte ich heute da stehen müssen. Ja, wenn du nicht so unfair und verbissen um den Sieg gekämpft hättest. Was machst du da? Der Eierlauf war doch letztes Jahr. Hey, komm sofort zurück!